Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Messners Training. In diesem Video befassen wir uns mit den verschiedenen Filtermöglichkeiten, die Excel uns so bietet. Ich habe Ihnen hier eine Liste vorbereitet, die Sie vielleicht schon von dem vorhergehenden Video über das Sortieren kennengelernt haben. Es geht hier um die Produktionsdaten der Firma Bikers Dream. Produziert werden hier verschiedene Aufträge in verschiedenen Produktionsstätten. Wir haben hier verschiedene Mitarbeiter, die organisiert sind in verschiedenen Teams. Und es wurde hier pro Datum erfasst, also pro Tag, wie viele Fahrräder jeweils produziert wurden. Die Liste ist verhältnismäßig groß. Sie sehen hier, wir haben hier hunderte Datensätze sozusagen enthalten. Und wenn man jetzt einzelne heraussuchen wollte, dann hat man eventuell das eine oder andere Problem bei einer solch großen Liste. Natürlich gibt es entsprechende Möglichkeiten, Daten zu filtern und das schauen wir uns jetzt an. Ich gehe hier einfach mal in die Tabelle rein, irgendwo mitten rein und sage, ich möchte jetzt filtern. Und das Filtern, die Möglichkeit Filter einzustellen, finden Sie hier über das Startmenü ganz rechts hier im Bereich Bearbeiten über diesen Dialog. Hier können Sie Filterkriterien einstellen. Und da das hier nicht in meinen Aufnahmebereich reinpasst, habe ich genau dieses Symbol hier in die Schnellzugriffsleiste bei mir gelegt. Wir werden also hier über dieses Symbol hier gehen. Ich sage also, ich möchte hier filtern. Excel erkennt sofort, dass es sich hier um eine Tabelle handelt. Die Tabelle hat auch Überschriften. Das ist auch korrekt erkannt worden. Wenn die Tabelle allerdings nur aus Text bestehen würde, hätte Excel eventuell ein Problem. Dann kann Excel von sich aus möglicherweise nicht entscheiden, ob die Tabelle tatsächlich Überschriften hat oder eben nicht. In unserem Fall haben wir hier Datums- und Zahlenangaben in der Tabelle. Somit unterscheiden sich die Daten in der ersten Zeile vom Datentyp her von den restlichen Zeilen. Man sieht hier, das sind ja Textdaten und hier kommen dann die Zahlen. Und daran erkennt Excel automatisch, die Tabelle hat wohl in ihrer ersten Zeile die Überschriften. Nun, nachdem wir den Filtern-Button geklickt haben, werden diese Klappboxen hier angezeigt, diese Dropdown-Listen, wie man sie auch nennt. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, hier die Klappboxen einzeln auszuwählen und kann dann zum Beispiel sagen, ich möchte hier nicht alle Daten angezeigt haben, sondern einfach nur die Produktionsdaten des Auftrags Zyklotron. Und von diesem möchte ich eben die Produktionsdaten wissen. Somit sagen wir okay und Sie sehen, dass hier die entsprechenden Produktionsdaten angezeigt werden. Wir sehen aber auch, dass Zyklotron wird in der Produktionsstätte, also in der Halle Stadtmitte produziert, aber nicht nur dort, sondern eben auch in der Halle Südring. Und ich möchte einfach mal wissen, was in der Halle Südring so alles produziert wird. Somit kann ich einen weiteren Filter einstellen. Sage, ich möchte hier mal alles abwählen und nur die Halle Südring auswählen. Somit habe ich mich jetzt beschränkt auf den Auftrag Zyklotron und die Produktionsstätte Halle Südring. Die beiden Bedingungen, die hier eingestellt wurden, die beiden Filterkriterien werden also mit dem logischen und verknüpft. Sowohl das eine als auch das andere muss gelten. Das geht natürlich dann auch beliebig über verschiedene Stufen hinweg. Wenn ich jetzt hier mal aufklappe, Sie sehen, das Zyklotron wird von zwei Mitarbeitern produziert. Vom Chris und vom Emil und ich möchte mich nur in dem Falle auf den Emil beschränken. Klicke also den Chris hier weg und sage okay und dann haben Sie eben über drei Stufen hinweg gefiltert. Nun, wenn Sie jetzt aber über mehrere Stufen hinweg gefiltert haben, dann ist es vielleicht umständlich, wenn Sie wieder zurück zur Komplettansicht wollen, hier die Filter einzeln wieder aufzuheben. Und dafür gibt es natürlich auch eine entsprechende Möglichkeit. Sie können über den entsprechenden Dialog hier direkt sagen, Sie möchten die Filter wieder löschen und dann werden eben alle Filter gelöscht. Ich mache das nochmal zurück. Natürlich hätten Sie es dann auch einzeln machen können, indem Sie hier einfach das Filterkästchen anklicken und eben einzeln löschen. Aber dann in der großen Tabelle bei Filtern über mehrere Kriterien hinweg ist das natürlich etwas umständlicher. Bei großen Datenmengen ist es allerdings umständlich, sich in einer Filterliste hier zu bewegen. Also beispielsweise hier in der Produktionsstätte sehen Sie ja hier diese ganzen Produktionsstätten.
Und die Liste kann hier natürlich relativ umfangreich werden. Und dann wird es eventuell relativ umständlich, sich hier einzelne herauszusuchen, anzuklicken oder wieder wegzuklicken. Und genau dafür gibt es die Möglichkeit, spezielle Textfilter einzustellen. Statt hier einzelne auszuwählen, können Sie also auch Textfilter einstellen, können zum Beispiel eine Ist-Gleich-Suche durchführen, wenn Sie nur einen bestimmten haben wollen. Nehmen wir mal an, Sie haben hier 1000 Einträge stehen, dann ist es eventuell schneller zu sagen, Sie möchten genau denjenigen suchen, der in der Halle Ost produziert wird, also den Eintrag Halle Ost, und sagen okay. Und dann kriegen Sie hier die entsprechenden Daten. Ich gehe nochmal in den Textfilter rein. Sie können auch sozusagen eine Negativsuche durchführen, indem Sie beispielsweise sagen, Sie möchten alle haben, die nicht in der Halle Ost produziert wurden. Hier kann ich also das entsprechende einstellen. Sie haben hier nochmal die Auswahlmöglichkeit, entspricht nicht Halle Ost. Okay, dann haben Sie eben alle anderen, Halle West und so weiter. Ich will den Filter gerade nochmal löschen. Schauen wir uns an, was es noch für Möglichkeiten gibt. Sie sehen, es gibt da zum Beispiel noch so etwas wie eine Beginnt-mit-Suche. Ich möchte also beispielsweise alle Produktionsstätten herausfischen, die mit Halle beginnen. Also beispielsweise hier der Werkraum interessiert mich nicht. Ich könnte natürlich das hier auch weghaken, aber ich will es Ihnen ja auch mal vorführen. Alle, die mit Halle beginnen. Ich gebe das hier entsprechend ein, Halle. Und so wird eben der Werkraum 3, wie man hier sieht, weggefiltert. Genauso haben wir die Möglichkeit, eine Endet-mit-Suche durchzuführen oder was noch häufiger vernünftig ist, eine Enthält-Suche. Ich möchte beispielsweise alle Produktionsstätten herausfischen, die irgendwie den Namen Halle im Namen haben. Sagen wir mal so. Das ist natürlich in dem Falle mit diesen Daten wieder genau dasselbe wie die Beginnt-mit-Suche. Aber ich werde den Filter hier nochmal löschen und werde mal hier an dieser Stelle den Namen der Halle etwas ändern in Osthalle. Und somit sehen Sie jetzt, wenn ich jetzt den Textfilter hier nochmal einstelle und sage, ich möchte alle herausfiltern, die den Begriff Halle enthalten, dann kriegen Sie eben tatsächlich auch die Osthalle und nicht nur diejenigen, die Halle hier am Anfang stehen haben. Ich lösche mal den Filter an dieser Stelle wieder. Und wir schauen uns mal an, was es für Möglichkeiten gibt, bei Datumsangaben zu filtern. Ich gehe mal hier in den Filter rein und Sie sehen, dann wird hier eine hierarchische Darstellung angezeigt. Sie können also, wenn Sie über mehrere Jahre hinweg Daten haben, sozusagen hier die ganzen Jahre auswählen oder Sie können auf Monatsebene sagen, Sie möchten nur bestimmte Monate haben. Ich möchte beispielsweise nur für 2016 den Monat Januar haben. Hier sage ich okay und dann kriegen Sie eben hier auch nur den Monat Januar. Sie könnten natürlich auch anders vorgehen, könnten sagen, Sie möchten hier den Datumsfilter etwas anders einstellen. Sie haben hier verschiedene Möglichkeiten, dass Sie beispielsweise angeben können, Sie möchten alle haben, die vor einem bestimmten Datum liegen oder nach oder zwischen bestimmten Datumsangaben. Sie können also einen Datumsbereich herausfiltern. Sie können die morgigen, die heutigen oder die gestrigen Daten herausfinden und was eben hier entsprechend zur Verfügung steht. Sie haben also gerade im Zusammenhang mit Datumsfiltern umfangreiche Filtermöglichkeiten. Ich lösche den Filter hier nochmal und wir schauen uns noch die Möglichkeiten bei den Anzahlen an. Ich klicke mal die Clubbox hier wieder auf. Sie sehen, die verschiedenen Produktionsanzahlen werden hier wieder aufgeführt. Ich kann wieder, wie bei den Texten auch, mir einzelne herausfischen. Zum Beispiel möchte ich wissen, wer wann genau 4 Fahrräder produziert hat oder eventuell, wer wann genau 2 Fahrräder produziert hat. Das ist ein bisschen wenig, da muss ich mal nachfragen, ob die gerade geschlafen haben oder ob die zu viel Pause machen. Oder ich kann eben hier die Zahlenfilter einstellen, kann sagen, ich möchte ganz bestimmte oder ganz bestimmte Zahlen nicht wissen.
Ja, das ist auch wieder wie bei der Textsuche eine Negativsuche. Ich möchte alle Produktionsdaten haben, bei denen nicht 5 Fahrräder produziert wurden. Und Sie sehen, dann kriege ich eben alle, nur die 5er nicht. Ich lösche den Filter gerade nochmal. Sie können größer oder kleiner oder größer oder gleich oder kleiner oder gleich verwenden. Auch eine Zwischensuche, also zwischen einer unteren und einer oberen Grenze. Und was auch noch ganz hübsch ist, Sie können eine Top-10-Liste erstellen. Sie bekommen dann einen entsprechenden Dialog, in dem Sie angeben können, ob Sie die obersten 10, sprich die 10 größten Zahlen sozusagen, filtern möchten. Dabei haben Sie auch die Auswahl, ob Sie eben die obersten oder die untersten filtern möchten. Und Sie sind auch hier nicht auf die 10 beschränkt, sondern Sie können auch beispielsweise sagen, Sie möchten gerne die Top 5 wissen. Wenn ich das hier entsprechend einstelle, in dem Fall möchte ich mal hier 3 auswählen. Wir sagen mal okay, die Top 3. Nachdem wir jetzt die Top 3 Elemente hier aus den Anzahlen, aus den Produktionszahlen hier herausgefiltert haben, sehen wir, wenn wir die Liste mal nach unten wegziehen, dass hier nur die 8 gefiltert wird. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, denn wir haben ja, wie man hier sieht, Produktionszahlen von 8 Fahrrädern am Tag, von 7, aber auch von 6. Und man könnte das jetzt so verstehen, wenn man die Top 3 filtern möchte, dass man eben wissen möchte, wann wurden 8, wann wurden 7 und wann wurden 6 Fahrräder produziert. Und die Problematik möchte ich Ihnen an einem Einzelbeispiel mal genauer erklären. Ich breche den Filter hier nochmal ab, gehe rüber in die Tabelle 1 und ich habe Ihnen hier nochmal eine Zahlenliste vorbereitet, in der die Zahlen 1 bis 10 einfach vorkommen und diese möchte ich jetzt mal filtern. Ich gehe diesmal hier über Daten, damit Sie auch sehen, dass Sie über einen anderen Weg zu dem Filter kommen, nämlich hier über Daten können Sie auch das Filtersymbol hier einstellen. Wenn wir eine Liste von Zahlen haben, in der alle Zahlen verschieden sind, ist das Filtern nach den Top 3 oder Top 5 oder Top 10 überhaupt kein Problem. Wir stellen das hier entsprechend ein, stellen den Zahlenfilter ein, hier auf Top 10 und sagen, wir möchten gerne die obersten 3 Elemente herausfischen. Das sind dann natürlich auch die 10, die 9 und die 8. Ich lösche den Filter nochmal. Und jetzt habe ich Ihnen hier eine zweite Liste vorbereitet, in der die Zahlen mehrfach vorkommen. Zum Beispiel die Spitzenzahl, die Zahl 10, kommt mehrfach vor. Wenn ich jetzt in einer solchen Liste mit mehrfach vorkommenden Zahlen die Top 3 ermitteln wollte, dann würde das für Excel bedeuten, dass Excel intern sozusagen die Zahlen absteigend sortiert und sich die Zahlen an den obersten 3, das heißt also an den besten 3 Positionen, an den Top 3 herausfischt. Und dann kommt eben nicht 10, 9 und 8 heraus, sondern nur die Zahl 10. Das zeige ich Ihnen an dieser Stelle auch nochmal. Ich werde hier den Filter nochmal wegnehmen und ihn hier einstellen, indem ich hier nochmal sage, ich möchte den Zahlenfilter auf Top 10 einstellen, nehme aber die ersten 3 Elemente, die obersten 3, und Sie sehen, dass dann wirklich nur die 10 herauskommt. Die 9 und die 8 sind zwar enthalten, aber in der Rangliste sind die ersten 3 Ränge sozusagen mit dem Wert 10 belegt. Das sind dann die Top 3 in dem Falle. Und so ist das auch hier in den Produktionsdaten zu verstehen. Wir haben in dem Fall sehr häufig die maximale Anzahl an 8 Fahrrädern pro Tag, die produziert wurden. Und somit kommt eben bei den Top 3 oder eben auch bei den Top 10 nur die 8 heraus. Ich gehe nochmal zurück zur Tabelle 1 in dem Falle, werde den Filter hier nochmal rauslöschen und Ihnen kurz erklären, was es mit den Top 10 Prozent auf sich hat. Ich kann nämlich auch nach Prozent sozusagen filtern. Ich möchte also an dieser Stelle hier wieder einen Filter einbauen. Ich klicke hier mal das Filtersymbol an und sage, ich möchte hier aus dieser Liste die obersten 50% ermitteln. Schauen wir uns die Liste zuerst nochmal an, bevor wir filtern. Ich habe sie gerade mal markiert und wir sehen, das sind hier exakt 9 Listeneinträge. Das sind also Zahlenwerte hier enthalten von 2 bis 10. Und wenn ich jetzt die obersten 50% herausfiltern will, klicke mal hier die Klappbox an, stelle den Zahlenfilter entsprechend ein auf Top 10, stelle hier allerdings um auf Prozent und möchte die obersten 50% herausfiltern. Wir sagen okay, dann sehen Sie, bekommen wir 4 Zahlen,
nämlich die vier größten Zahlen. In der Liste, die aus 9 Elementen besteht, sind 50% dieser Liste 4,5 Positionen, 4,5 Elemente. Wenn man es exakt rechnen wollte, wird aber hier offenbar abgerundet auf 4 Elemente. Das heißt, in dem Fall werden die obersten, die besten 4 Elemente herausgefischt. Wie sieht das jetzt also aus? Ich lösche den Filter hier nochmal, nehme das Filtersymbol weg und baue es an dieser Stelle wieder ein. Wie sieht das also aus, wenn in einer Zahlenliste die Zahlen mehrfach vorkommen? Und dann müssten theoretisch genau wie eben auch wieder die besten 4 Plätze angezeigt werden. 50% von insgesamt 9 Listenplätzen sind abgerundet 4 Plätze. Und die besten 4 Zahlen sind dann die 10, die 10, die 10 und hier nochmal die 9. So ist das also zu verstehen. Und wir schauen uns nochmal an, ob das auch wirklich so herauskommt. Wir sagen Zahlenfilter, Top 10, stellen hier 50% ein. Allerdings nicht Elemente, sondern eben tatsächlich Prozent und sagen okay. Und dann kommen eben auch die entsprechenden Werte heraus. So ist also eine Top-10-Filterung zu verstehen. Im nächsten Video befassen wir uns mit weiteren Filterkriterien, insbesondere mit benutzerdefinierten Filterkriterien. So viel dazu. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas Neues kennengelernt und wir sehen uns vielleicht in den nächsten Videos wieder.